Hey, ich bin der Polar und ich führe euch heute hier durch die Sendung bei Yagalu TV. Und wir fangen an mit einer ziemlich coolen Band aus Kalifornien, die ich vor kurzem selber getaggt habe. Die sind noch gar nicht so super bekannt, glaube ich. Foster the People. Und der Song heißt Pumped Up Kicks. Ziemlich coole Nummer. Hey, we're Foster the People and you're watching Yagalu TV. Es klingt ein wenig wie im Märchen. Die Band Foster the People hatte ihren Song Pumped Up Kicks Anfang 2010 auf ihre Website gepackt und über die sozialen Netzwerke hat er sich in Windeseile verbreitet und so zum Plattendeal geführt. Eine der ersten Bloggerinnen war sogar ein Mädel aus Deutschland. Ja, da gab es ein deutsches Mädchen, das über unseren Song gebloggt hat. Sie war wirklich die Erste und wir schulden ihr ein Abendessen oder gar ein Date. Mark, kannst du sie vielleicht heiraten? Mach es für das Team. Und auch die folgende Single Helena Beach kommt kalifornisch leichtgängig und sehr catchy daher. Kein Wunder, dass die Kalifornier dieses Jahr dann beim Melt Festival gespielt haben. Wir haben beim Melt gespielt, die deutschen Fans haben Crowdsurfing gemacht, das war super spaßig. Die sind total verrückt gewesen. Da denkst du, es gibt einen Moshpit, aber der dort war wirklich riesig. Wir kennen das ja, aber in der Größe. Und das Festival ist großartig, all diese riesen Gebäude drumherum. Also die Location ist definitiv interessant. Neben der Party bei den Live-Shows ist der Band aber auch soziales Engagement sehr wichtig. Der Bandname gibt da schon einen Hinweis drauf. Erfolg bedeutet für uns nicht unbedingt viele Platten zu verkaufen oder ausverkaufte Shows zu haben. Bei uns geht es auch darum, Leuten zu helfen. Darüber haben wir schon zu Beginn direkt gesprochen, dass es sich nicht nur um die Musik und um uns selbst drehen soll. Der Bandname Foster the People bedeutet auch, sich um Menschen zu kümmern. Bei unserer Tour in Amerika starten wir jetzt damit, dass wir einen Benefizbus dabei haben werden. In jeder Stadt werden wir dann mit den örtlichen Wohltätigkeitsorganisationen etwas machen. Menschen sehen Erfolg immer mit eigenen Augen. Aber wenn wir damit neben unserer Musik ein Zeichen setzen können, dann bedeutet das für uns Erfolg. Ein toller Ansatz, wie wir finden. Und wenn ihr nun neugierig geworden seid, schaut euch unser Special über Foster the People auf unserer Homepage an. Auch Don't Stop gibt es dort in voller Länge zu sehen.